Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Heute gibt es wieder alles 22 News. Und zwar, ja, wurde jetzt eine neue oder die zweite Map veröffentlicht, die Haut bei Leon oder so. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ihr könnt selber lesen, keine Ahnung, wie man die ausspricht. Auf jeden Fall gibt es einen Trailer wieder dazu, Screenshots und die Map-Übersicht. Kurz noch, bevor wir da richtig anfangen. Ja, mit Felsrig das Problem. Eventuell, ja, wird es jetzt in den Videos wieder Felsrig geben. Weil ich habe jetzt Felsrig auf eine ältere Version zurückgepatcht. Und eventuell ist das Problem damit behoben. Aber das will ich jetzt erstmal in den nächsten Videos testen, ob das wirklich jetzt behoben wurde oder behoben worden ist oder nicht. Je nachdem muss ich schauen. Aber ich denke, in den nächsten Videos wird es auf jeden Fall wieder ja, mit Felsrig sein, die Videos. Also mit dem Hund. Genau, und jetzt starten wir richtig durch. So, als erstes, ja, da sieht man ein bisschen was. Da gibt es auch noch einen Trailer, der dauert 1 Minute 20. Den schauen wir uns dann auch noch gleich an. Hier die Map. Die Map. Ja. Man sieht schon, es sind nicht so viele Felder. Oder finde ich nicht so viele Felder wie auf der ersten Map. Aber ansonsten, ja, dazu kann man halt noch nicht so viel sagen, weil man halt noch ziemlich wenig sieht und so weiter. Aber die Felder werden halt die Dinger wieder hier sein. Ja, kann man auch nicht so viel sagen. Deswegen einfach noch abwarten. Genau. Ja. Dann, das ist die Map jetzt gewesen. So, genau, da sieht man, von welchen Regionen das inspiriert worden ist. Das kann ich alles nicht lesen. Deswegen lasse ich das mal. Ja, da freut euch auf traditionelle Einflüsse wie Gondeln, eine Burg und vieles mehr. Müssen wir halt abwarten, wie das dann ausschaut mit Gondeln. Vielleicht können wir dann Gondeln fahren und so weiter. Müssen wir einfach mal abwarten. Genau. Dann hier noch ein paar Bilder. Ja, schaut ihr nach älteren Gebäuden aus hier jetzt das. Ja, da schaut's, ich sag mal, ja, wie auch älterer, kleinerer Hof. Da ja, auch ein Gebäude. Aber viel kann man dazu jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, Hotel vielleicht, keine Ahnung, ich kann jetzt halt auch nicht lesen. Genau. Das zu dem. Dann noch was Wichtiges. Und zwar heute in 10 Tagen ist es ja soweit. Dann ist der 22. November und dann kommt ja der LS22 schon raus. Also lang dauert es nicht mehr, 10 Tage noch. Und dann ist Windows, sage ich jetzt schon, Landwirtschaftssimulator 22 draußen. Genau. So, dann schauen wir uns jetzt noch den Trailer an. Ich habe den selber auch noch nicht gesehen, deswegen schauen wir uns den einfach wieder gemeinsam an. Genau, dann starten wir mal. Okay, hier sieht man schon mal ja ein Gewässer, ein Schiff rechts. Da im Hintergrund werden jetzt mehrere Gebäude kommen. Ja, genau, da nochmal. Gebäude, die älteren Gebäude finde ich, also schauen älter aus, so mit Steinen und so weiter. Ja, dann Gewässer eben. Genau. Da oben vielleicht die Burg. Ja, dann nochmal Gewässer gerade gewesen, eine Brücke. Ja, ist auf jeden Fall auch von der Höhe. Ja, doch ein Höhenunterschied drinnen. Da fährt auch ein Zug.
Genau, da sieht man den Zug sogar noch. Das wird wahrscheinlich die Burg sein. Ja, Heißluftballon sind halt auch da. Ja, das ist die Burg wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich denke mal, das ist die Burg. Genau, das sind dann die Weinfelder. Erkennt man ja. Genau. Ja, da die Straße ein bisschen. Das, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall ist es auch auf einem Berg. Da oben das Gebäude, das ist keine Ahnung was. Ah, das ist eine Sternwarte. Da kann man so die Sterne anschauen. Glaube ich, sowas ist es. Genau, da sieht man noch mal ein bisschen die Map jetzt. Da, ja, wieder die älteren Gebäude eben. Die Bäume und so weiter sieht man auch, sind auch unterschiedliche und so weiter. Genau, da sieht man eben nochmal die Gebäude. Das sind zwei, ich denke mal, Lagerhallen oder so. Keine Ahnung, was das genau ist. Oder vielleicht ist es eine Fabrik oder so. Ich weiß es nicht. Genau. Das ist ja auch so ein, ich weiß nicht, das, so ein Schleuderteil. Da legt man ja da hinten was rein und dann schleudert es das praktisch so. Das ist ja auch Burgen und so weiter. Ja, genau. Ja, da denke ich, ist auch nochmal eine Firma irgendwie sowas. Ich kann es halt alles nicht lesen, aber das schaut aus wie so eine Bäckerei vielleicht. Keine Ahnung. Da nochmal die Map ein bisschen im Überblick, sage ich jetzt mal. Da das Gewässer. Da hinten sieht man auch, dass bergig ist und so weiter. Genau, das ist Getreide, Fabrik oder so. Getreidelager vielleicht, keine Ahnung. Das ist jetzt eher im Wald drinnen. Da gehen wir nochmal zurück. Das ist wahrscheinlich eine alte Burgmauer. Genau. Genau. Und das war schon wieder mit dem Video. Genau. Das war's jetzt mit der neuen Map eben. So, eine Sache habe ich noch, und zwar für die, die wo den LS20 am Handy spielen. Da gab es ein Update. Vorgestern sogar, glaube ich schon. Und ja, dort wurden die Glastraktoren hinzugefügt, wo man hier im Bild sieht. Genau, das wollte ich bloß auch noch erwähnen. Und ja, dann würde ich aber schon wieder sagen, was ist mit diesem Video. Wir sehen uns dann morgen um 16 Uhr im nächsten Video. Das ist dann ein ETS 2 Video. Bis dahin. Ciao.